Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. So, was ist mit Kelly? Oh, da können wir noch was zu futtern geben. Wo gehst du hin? Mit Karl plaudern. Zusatzaufgaben machen. Okay. So, hast du deine Zusatzaufgaben schon fertig? Hast du, sehr gut. Du bist am PC, das ist auch okay. Karl hat seine Zusatzaufgaben auch fertig, nehme ich an. Und er ist noch dran. Okay. Michelle ist arbeiten. Du bist am Sandwich essen. Achso, ne, du willst ein Sandwich essen. Ne, mach hier mal Schüssel füllen. So, Karl hat die Zusatzaufgaben abgeschlossen. Sehr gut. Und du holst dir hier mal... sowas. Ein Gericht nehmen. So, Carlos hat auch die Zusatzaufgaben abgeschlossen. Auch sehr gut. So... Du willst da noch ein bisschen dran zocken. Wo können wir denn eigentlich nochmal deine Fähigkeiten? Sozial, Videospiel. Was levelst du gerade? Sehr gut. Wie ist bei dir? Charisma bräuchte man noch. Logik. Singen, Schelm. Videospiel. Was würdest du denn gern 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen? Kann er jetzt noch eigentlich überhaupt noch mit einem Erwachsenen lesen? Das ist hier so die Frage. Haben wir überhaupt ein Lesen? Etwas lesen? Kann er mit ihr noch lesen? Mit Noten prahlen, umarmen. Mit einem Erwachsenen lesen kann er gar nicht mehr, oder? Aktionen. Einladen zu. Oh, Carla, das Bild ist ja fertig. Verkauf das mal. So. Kratz nochmal an Lieblingsstelle. Achso, du möchtest gerne ins Bett, ne? Du bist müde. Leg dich mal schlafen, Karl. So, Carla pennt auch schon. Carlos? Ist auch müde, oder? Ja, leg dich auch mal schlafen. So. Du musst aufs Klo. Wuff, wuff. Und danach kannst du dich mal schlafen legen. Jetzt kann man gucken, haben wir einen Arbeitsauftrag angenommen? Etagenrenovierung, ja, okay, den machen wir dann. Und, dann müssten, würde ich, wenn wir den abgeschlossen haben, würde ich doch tatsächlich mal hingehen und gucken, dass wir das mit dem Restaurant starten. Habe ich jetzt nämlich Lust drauf. Aber erst müssen wir die Renovierung machen. So, ich habe deine Arbeit Design S gesehen, okay. So, sie müssten alle schlafen, oder? Schläft, 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 schläft. Wer fehlt noch? Ach, du bist noch da. Wer bist denn du? Wenhara. Okay.
Den kenne ich nicht. So, Michelle hat 276 Simoleons mit nach Hause gebracht. Osmar hat großartige Arbeit geleistet. So, Michelle muss noch aufs Klo. Und dann muss er pennen gehen. So. Nugget ist in die Jahre gekommen. Ja. So, und dann können wir nämlich in den nächsten Tag gehen. So. Sehr gut. Ich hoffe, die schlafen soweit durch. Und ich hoffe, das Gewitter hört dann jetzt auf. Halleluja. So, wer ist aufgewacht? Du. Okay, du musst aufs Klo. Ja, du könntest aufs Klo gehen, meine Liebe. Und danach hast du Hunger. Das kriegen wir auch hin. Verdorbenes Essen aussortieren. Und dann darfst du das mal öffnen. Und dir hier einmal ein Gericht nehmen. Wuff, wuff, wuff. So. Karl müsste duschen. Können wir dann auch mal, sobald sie auf dem Klo war. Vorher nicht. Was ekelt dich denn? So, du gehst mal duschen. Und Carlos müsste auch aufs Klo. Da könnte aber unten gehen. So. Und Karl kann danach das da wegwerfen. Stall säubern. Futter verstreuen. Eier einsammeln und nochmal Futter verstreuen. Dann haben wir das auch erledigt. Du könntest... Ja, wobei, du kannst noch schlafen, ne? Du musst erst um... Du bist fast ausgeschlafen, du könntest mal Essen machen. Du kannst mal ein Festmahl kochen, ne? Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Mach ruhig mal Fisch. Fisch ist zwar jetzt persönlich nicht meine erste Wahl. Ich habe da immer ein Problem, dass ich immer mit Vorliebe die Geräten erwische. Und, wo gehst du hin? Ach, hier ist auch noch verdorbenes Essen. Wer hat denn das gemacht? Okay. So, du bist auch aufgestanden. Das ist gut. Hunger hast du nicht groß. Dann könntest du... Prinzip noch ein bisschen Rollschuh fahren, ne? So. Karl kümmert sich um den Stall, das ist auch gut so. Der hat es nämlich dringend nötig. So, wir haben Vitaldünger gefunden, okay. So, ihr müsstet dann auch bald sauber werden. Sehr gut. Was ist mit dir? Satt und zufrieden, sehr gut. Du holst dir was zu essen, das ist auch sehr gut. Er kocht was zu essen, das ist noch besser. So, er hat Eier eingesammelt. Wir haben zwei Bruteier, sehr gut. Dann können wir die mal da reinlegen. So, das können wir verkaufen. Den können wir auch verkaufen. Sehr gut.
So, ihr müsstet dann jetzt doch bald sauber werden, oder? Leckerchen geben, über Federpflege reden. Ne, Karl will jetzt erstmal essen, das ist auch okay. So, du kannst das gerade mal weglegen. Dass das auch safe ist. Hast du dir was zu essen geholt, Karl? Nee, hast du gar nicht. Nee, abräumen wollen wir nicht. Frühstück servieren. Na, die müssen jetzt auch gleich zur Schule. Da macht es keinen Sinn, dass ich ihnen jetzt noch was essen lasse. Macht überhaupt keinen Sinn. So. Was ist bei dir? Du fühlst dich unwohl wegen... weil verdorbenes Essen weggeräumt hat. Okay. Karl hat in einer Stunde einen Anrichtungstermin. Das ist gut. So, und Kiddies, ihr müsst zur Schule. Ne, wir haben Samstag. Wir müssen gar nicht. Okay. Dann darfst du dir natürlich was zu essen holen. So, in der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Frag ob andere Kinder, ob du mitmachen darfst. So, Gefühl erhalten. Oh, du musst noch lernen, ne? Musik üben. Fällt mir gerade so ein. Üben. Weil du musst ja auch zum Job dann noch heute, glaube ich. Ist der heute? Ja, heute muss er. 9 Stunden hat er noch bis zur Arbeit. Räumst du das weg, Carlos? Das wäre nett. So. Gelangweilter Sim. So. Oh, Manieren hat er plus. Sehr gut. Dann darfst du das auch noch abräumen, mein Lieber. Die Manieren von Carlos reichen für den Erwerb des Merkmals gute Manieren aus. Sehr gut. So, du willst noch Fernsehen gucken. Du musst jetzt aber gleich zur Arbeit, meine Liebe. Genau, auf zur Arbeit. Wir müssen eine Etagenrenovierung machen. Etagenneubau hätte mehr gebracht, habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht mehr getraut. So. Freundlich vorstellen. Dann klopfen wir mal. Ach, so, so. So, so. K-Siepenork. Shima Ichuta. Quexivora. Ja. Binnelibo. Binnelibo. Shinisi Abimo. Finn Bayanafeb. Grinoi Foibi Besu. Du sollst nicht über Karriere lügen. Du sollst dich nur vorstellen. Jetzt willst du duschen? Können wir nachher machen. Oh ja, das muss renoviert werden. Das muss dringend renoviert werden. Oh ja. Absoluter Deko-Notstand. Oh, Dag Dag. Dag Dag. So, bitten Stimmungstafel zu zeigen. So, bei ihr können wir das auch mal machen. Dass wir mal so mitkriegen, was die beiden denn mögen. Ich hoffe, wir kriegen ein Mag und kein Nicht-Mag. Nicht-Mag ist immer doof. Sehr gut, sie mag Fotografie und Comedy. Nach Lieblingsdesigns fragen. Sie mag schreiben und malen. Also brauchen wir eine Staffelei. Waschenoi. 5000 haben wir und sie mag kochen.
Okay. Über Designs reden. Snibara Watanini. Lumina Exine. Vielleicht ändert sich nochmal was. On Lagan. Yabans Scheiben. Zamboom. Farsip. Yansajeg. Lonkis. Yavoya. Henfabi Narble. Frange. Okay, ändert sich nichts. Aber das sind schon mal Infos, mit denen wir was anfangen können. So. Okay. Macht mal einen Abgang. So. Ja, das ist ein wirklicher absoluter Deko-Notstand. Das muss man schon sagen, das ist ja gruselig. Einfach gruselig. So. Da müssen wir echt gucken, dass wir da was Schickes machen. So. Jetzt können wir bauen. Was wir auf jeden Fall brauchen. BB Move Objects. Schade, dass man das nicht dauerhaft einschalten kann. Einfach. So. Der Rahmen hier kommt schon mal weg. Das Bett. Können wir mal lassen. Das da muss weg. Das geht ja auch mal gar nicht. So. Verkaufen wir das auch. So. Auch weg. So, wir haben ein Budget von 8000. Das ist jetzt nicht mega viel, aber es geht. Dann gucken wir mal, dass wir hier für unsere eher sowas hier machen. So, das machen wir mal so. Hier würde ich dann tatsächlich ein Pfosten hinmachen. Dann haben wir da nämlich eine schöne optische Abtrennung. Den Bereich machen wir dann eher Holz. So. Da würde ich auch so eine Säule hinmachen. Die sieht nämlich eigentlich ganz gut aus. So, was machen wir hier drin? Da können wir vielleicht sowas. Machen wir das in grün.
So. Da könnten wir nochmal Holz. Da würde ich tatsächlich die Holzverkleidung. Und hier so ein bisschen Mauerwerk. So. Böden. Da würde ich tatsächlich Holzboden machen. Hier würde ich im Schlafzimmer Kork. Okay, ist Häckselholz, aber ich würde, sieht aus wie Korkboden, würde ich auch als solchen betrachten. Und hier könnten wir dann Fliesen oder Teppich. Der ist besser. Ich glaube, den machen wir so. So. Da haben wir doch irgendwo die Illusion eines Zauns. Das ist immer eine wunderschöne Bodenleiste. So. Da können wir da auch noch einen hinmachen. Sehr gut. Die Tür geht ja auch mal gar nicht. Tür. So, die ist doch deutlich besser. Da passt das mit dem Grünen nicht, ne? Zu dem Braunen. Machen wir da eine Glastür rein. Nee, das passt vom Stil her nicht. Ich würde sagen, machen wir da eine Glastür rein. So, da geht's dann auf die Terrasse. Da braucht man eine andere Farbe. Da machen wir auch so hell, genau. Sieht draußen ein bisschen komisch aus, aber das ist mal egal. Drinnen ist wichtig. So, das Grün ist auch noch nicht so ganz optimal. Die Art schon ganz gut, aber das Grün muss nicht sein. Wo war denn die? War das Tapete? Ne, war lackiert, ne? Da. Zu dem Braunen. Das Braun passt besser. So. Oh. So, natürlich. Da brauchen wir jetzt Küche. Da würde ich tatsächlich eher auf machen wir den Look oder machen wir so eine moderne.
Weiß. Die Farbe können wir nehmen. Die passt, glaube ich, ganz gut. Da der Herd und dann hier so ein Abschlussteil. Da haben wir dann noch für die Spüle. Und dort machen wir dann das Abschlussteil. Doch, machen wir. Dann können wir daneben den Kühlschrank. So, ein bisschen auf Alt. Herd brauchen wir noch. Kann ich natürlich auch nicht das teuerste Modell nehmen. 1000. Hm. 2000. 3000. Oder wir machen so ein Eisenherd rein. Der sieht das. Doch, das finde ich eigentlich ganz okay. So. Da hatten wir moderne Arbeitsplatte von Miluko. Da können wir den. Und zwei solche. Reicht so. Die reichen. Ja, Abzugshaube brauchen wir nicht. Da haben wir die Fenster. Hier bräuchten wir dann noch eine Sitzecke. Da machen wir mal eine schicke... Also was heißt Sitzecke? Hier sowas in der Art, ne? Da würde ich gerne einen schicken Tisch. Machen wir so ein Gastro-Ding. Oder eher moderner. Oder ich mache tatsächlich auch so einen kleinen. Den machen wir hier unter das Fenster. Den mache ich, glaube ich, dann eher in schwarz, oder? Machen wir den hell. Mit rosa. Machen wir mal in schwarz. Dann brauchen wir noch Stühle dazu. Die würde ich dann auch in schwarz. So, da können die zwei Mädels dann nämlich sitzen. Und dann können wir hier noch eine Staffelei hinmachen. Weil die malt ja gerne. Die eine. Vielleicht sollte ich hier drauf gehen. Die eine malt gerne und die eine schreibt gerne. Und kochen tun sie auch gerne. Wie sieht unser Budget aus? Momentan noch ganz gut. So, dann machen wir da eine Staffelei hin. Hier könnten wir noch eine Trennwand. Trennwand. Sowas.
glaub lieber so einen. Passt der von der Höhe? Ja. Doch, so ist gut. Hoppala, da wollte ich nicht hin. Da, oh, Mülleimer brauchen wir noch. Mülleimer. Ist natürlich wichtig in der Küche, ne? So. Feuermelder wäre vielleicht auch nie ein Fehler. So. Die Lampe, die ist okay. Da brauchen wir aber dann noch eine. Für den Raum hier. Oh, und hier haben wir auch keine. Machen wir da so was Moderneres. Ah doch, die sehen eigentlich ganz gut aus. Schlafzimmer machen wir dann vielleicht so eine Wolken. So. So. Wo ist denn mein Pfosten hin? So will ich dich, genau. Aber hier machen wir besser Fliesen, ne? Fällt mir gerade so ein. Zumindest da, wo gekocht wird. Machen wir da helle Fliesen oder auch so bläulich Promi-Fliese. Ich glaube, die machen wir. Dann brauche ich gerade nochmal das Holz hier. So nämlich. Und dann brauchen wir natürlich den hier nochmal. So. Sudele. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Okay. Fangen wir mit dem Bett an. Wichtig. Soll nicht zu teuer sein, aber soll ganz gut sein. Energie 4, Doppelfutton. Machen wir. Da können wir noch zwei so Nachttischchen hinmachen. Die sind gut, die sind nämlich klein. So. Sehr gut. Und noch eine Kommode oder sowas. Da würde ich dann die hier nehmen. Spiegel. So. Hätten wir auch. Oh, wir sind aber vom Budget her auch schon ziemlich ausgereizt. Wohnzimmer brauchen wir jetzt noch. Da müssen wir gucken, dass wir nichts zu teures nehmen. 150.
Sofa ist gar nicht. Machen wir so und dann können wir da einen kleinen Fernseh. So ein kleines Fernsehboard hinmachen. Nee. Der passt, glaube ich. Und da noch ein Fernseher oben drauf. Der darf jetzt allerdings nicht zu groß ausfallen. Ja, das wird dann so einer. Und einen Wohnzimmertisch brauchen wir noch. 1300 haben wir noch in etwa. Dann würde ich sagen, machen wir den. Ja, der passt. Dann haben wir jetzt nämlich noch ein bisschen Budget für Deko. Auch nicht unwichtig, ne? So, um nicht sogar zu sagen, sehr wichtig. Die eine mag schreiben, ne? Wir brauchen PC oder sowas. PC-Ecke fällt mir gerade ein. Ah, günstiger Schreibtisch. Den machen wir mal dahin. Günstigen Stuhl davor. Da könnte ich. Begehrter Zeichenstuhl. Umwerfender Schreibtischstuhl. Machen wir mal davor. Dann noch einen einigermaßen günstigen Laptop. 1000. Zu teuer. Slow-Motion-PC müssen wir dann machen. Und dann haben wir das Budget auch so ziemlich aufgebraucht. Aber wir haben Schreiben, wir haben Malen, Comedy. Fotografie fehlt noch. Können wir doch beim Kühlschrank nochmal sparen. 500 kostet der. Da können wir auch nicht viel sparen. Mülleimer. 110. Können wir auch nicht wirklich sparen. Nee, dann lassen wir das so. Dann machen wir noch ein bisschen Deko. Dass wir das Budget vollends ausreizen. So. Okay, das war's dann auch. Mehr geht nicht, aber wir haben alles. Das ist das Wichtigste. So, nachher Fotos machen. So. Erste Foto war das, glaube ich, ne? Zweite war hier. Aus der Perspektive machen wir aus der hier jetzt. So, dritte war dann hier, glaube ich, noch. Und dann hatten wir das hier noch. Und am Bart haben wir ja nichts geändert. Deswegen lassen wir das weg. So. Und jetzt kann ich hier, glaube ich, Kunden zum Grundstück rufen, genau. So. Sehr gut. Und dann präsentieren wir mal, ne? Was wir uns da so. Ja, wollen wir.
So, Kundenrenovierung präsentieren. Ich bin mal sehr gespannt. Wo gehst denn du hin? Wir können natürlich den Weg gehen, das ist richtig. So, aber das sieht doch schon deutlich besser aus. Auch wenn wir nicht so viel Deko drin haben, wie ich gerne gehabt hätte, aber das gibt das Budget einfach nicht her. Leider. So. Dann präsentieren wir gleich mal hier. Ach, kann ich noch gar nicht. Jetzt kann ich präsentieren. 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 Den müssen wir auch präsentieren. Und dann hier. Das können wir präsentieren. Und hier natürlich, ne? Präsentieren. Präsentieren. Von Partner schwärmen. Tag verschönern. Über für Klaviersonaten begeistern. Wer ist der denn? Ich präsentiere hier und die schwätzt dann mit irgendeinem Kerl. So, mit Kunden plaudern. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch näher als je zuvor. Okay. So. Ah, PC liebt sie sehr gut. Also das deutet darauf hin, dass wir Erfolg haben. Sofa. Tisch. Okay, sie hat ein Urteil. Um abschließendes Urteil bitten. Bei ihr fehlt noch, aber auch Herzchen. Herzchen ist immer gut. Herzchen ist immer richtig gut. Marco Müller. Was willst denn du? Ja, ich denke, du solltest am Ball bleiben. Ihr gefällt es. Sehr gut. Nummer 1 gefällt es, Nummer 2 ist sich nur nicht einig. Doba Harfin. Oh, Vadish. Ribaza. Trinjella Longi. Pene Vima. Wesebu Ukenik. Okay. Senzibi Jalurba. Sie sieht sich noch weiter um. Oh, und ich sehe gerade. Die Folge geht ja schon wieder viel zu lange, aber das machen wir jetzt natürlich noch fertig. So, sie ist jetzt auch. Kann gut sein, dass ich die einfach splitte, das muss ich nochmal gucken. So, vielleicht, oder ich mache es als Ganzes, ich weiß es noch nicht, gucken wir mal. Aber jetzt schauen wir erstmal, was das Ergebnis ist. Auch ihr gefällt es, sehr gut. Auftrag angekommen. Zurück nach Hause. 4.450 haben wir gekriegt. Das heißt, wir können in der nächsten Folge definitiv mal starten und das Dings machen. So. Gerade erst begonnen. Mach hier mal fertig, mein Lieber. Wo hast denn du deine Gitarre? Eingesteckt. So, geh du mal üben.
So, ja, ich sage wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.